Und herzlich willkommen hier auf MicroHazard TV. Ich bin der Bio und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier Farming Simulator 17 oder auch der Landwirtschaftssimulator 17. Mit dabei natürlich der Ice Dragon. Ja, hallöle. Und der Mike ist auch dabei. Hallo. Er ist schuld, dass wir gestern so eine Quatschfolge hatten. Genau. Mike ist schuld. Ich hab die mir gerade zu Ende angeguckt. Ich fand die genial. Hat doch gute Aufrufe, schon über 20, ne? Also. Naja, wenn man schon so einen dämlichen Titel hat, ja, dann kann das auch nur gut werden. Genau. Vor allem die Aussage von der Eis lacht eigentlich selten. ist ja auch so, genau. So, kann mir einmal bitte jemand sagen, weil ich habe auf der Karte immer noch nicht die ganzen Abladestationen drauf irgendwie. Warte mal, ich mach mal hier. Vielleicht ist da schon immer bei dir irgendwas nicht, denn... Ja. Ja, jetzt können wir ja kurz nochmal berichten. Der Mike, der hat ja für uns ein bisschen was im Singleplayer hier gemacht. Wir haben extra den Speicherstand vom Server runtergenommen, um den dann Mike zu übermitteln, damit er hier im Singleplayer-Modus weiterspielen kann, um uns natürlich ein bisschen Geld zu besorgen und natürlich die Felder ein bisschen günstiger zu machen. Geld hat er besorgt, aber die Felder sind nicht günstiger. Mike, was soll denn das? Naja, gut, liegt wahrscheinlich jetzt wirklich an dem... Es liegt am Multiplayer, ja. Hat das wieder weggenommen. Hat er einige Felder ein bisschen runtergespielt quasi, sodass die dann halt günstiger wären. Problem ist nur, Multiplayer jetzt wieder, Balken wieder weg, fällt wieder voller Preis. Naja, gut. Aber eins kaufen wir mal trotzdem, denke ich, wa? Ja, der Ice Dragon verkauft jetzt. Ich verkaufe jetzt Sojabohnen, ich habe hier fast 22 Tonnen drin. Und dann wollen wir natürlich nicht... ein kleines verkaufen, weil das bringt uns ja nichts. Sondern wir gehen voll in die Röhre und kaufen uns das Feld da unten 23, was jetzt auf der Karte nicht riesig aussieht, aber schon mal größer als die Felder, die wir haben aktuell. Ein bisschen größer als 12, glaube ich. Etwa so wie 12, glaube ich, ne? Also Feld 12 ist schon meiner Meinung nach sehr groß. Wie gesagt, also ich habe den Spielstand so hinterlassen, dass wir auf jeden Fall alle was zu tun haben. Alle Felder sind beflügt, gesät, gemacht, getan. Ich gehe mal von aus, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Oh, ich weiß schon, wo ich hinfahren muss, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier den Berg wieder hochfahren, ne? Oh, wo willst du denn? Zu White Agri Business. Genau. Und ja, genau, da musst du dann immer gerade Feld 1 oben, bei Feld 1 oben, ne? Bei Feld 1. Und wie man halt auch sehen kann, sind auf allen drei Felder Weizen, weil ich wollte eigentlich das... Die nächste Aufgabe, die ich gemacht hätte, wäre halt die Lagerbestände ein bisschen befüllen, aber da ich auch jetzt sehr viel Stress hatte und auch ein neues Spiel angetestet habe oder mir ein neues Spiel gegönnt habe und. Achso, du meinst Act of Aggression? Unter anderem, ich habe auch jetzt angefangen mit The Division. Und ich und ein Kollege, wir bilden eine Gruppe und spielen das Spiel jetzt mal durch. Ah, ich hab's auch noch nicht durchgespielt. Ist die Grafik wunderschön. Mhm. Oh mein Gott, ich liebe meinen Computer. Computer, ich liebe dich. Aber das weiß er auch. Ja, das stimmt, ja. Wollte ich mit dem Ice Dragon spielen, aber mehr als zu Beta. Ja, dann kannst du dich vielleicht, wenn du mal Lust und Laune hast, anschließen. Ja, dann hätte ich eigentlich mal einen Grund mit, oder irgendwo mal mit jemandem, mit dem ich mitspielen könnte. Also ganz allein ist es dann doch ein bisschen langweilig. Oh Gott, selbst meine Valtra, was ist das? N-Serie ist das, die ich hier habe, glaube ich, ne? Nee, du hast nicht die N-Serie, oder? Oder T-Serie? Ja, du hast da schon nicht kleckern, klotzen. Naja, aber ist N nicht schon höher als T? Ich glaube, wir haben ja in Sosnovka haben wir uns ja die N-Serie gekauft, oder? Die T-Serie haben wir hier. Genau. Und die T-Serie ist höher, ne, als die N-Serie. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag mal so, also dadurch, dass es ja auch schwer ist. Die Missionen haben sehr, sehr wenig Geld gebracht. Den Vorteil, den sie gebracht haben, der ist natürlich jetzt weg. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Aber es war auch kein großer Unterschied. Wenn man überlegt, fällt vorher 85.000, danach dann 70.000. Ist auch nicht so der Mega-Knüller gewesen, denn trotzdem. 15.000 aber viel auf schwer. Ja, 15.000 haben oder nicht. Klar, natürlich. Auf schwer sowieso. Und das Feld, was jetzt, glaube ich, was kostet das? 154.000, hast du gesagt? 151.000. Ja, ich glaube, ich war da bei 130.000 oder 135.000 oder so. Ja. Also, man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen Wohnhintergang. Ja, gut, den haben wir jetzt auch in Sosnovka gemerkt. Was wir da an Preise für bekommen haben, für alles und
Also das Video habe ich mir noch nicht angeguckt. Habt ihr da auf leicht oder normal gespielt? Wir haben auf leicht gespielt. Einfach Server aufgemacht und dann leicht gespielt und dann. Na gut, leicht ist echt übertrieben. Also normal ist in meinen Augen auch schon, wenn man alleine spielt, anstrengend. Genauso wie hier. Ich habe Missionen gemacht wie ein Bekloppter. Und dann, weil du ja natürlich auch nebenbei noch die Ernte gemacht hast, habe ich dann mal eben halt die Zeit vorgespult. Kaum hatten wir 12 Uhr, Betriebskostenfahrzeuge, zack, 8000 weg oder was das da war. Boah, das hat mich so stark wieder nach hinten geschoben, ne? Also ich war kurz davor, für Feld 5 eine Mission zu machen, um mal richtig viel Geld zu machen. Die vorgegebene Zeit wäre, glaube ich, 1 Stunde 40 Minuten und so eine Regel, bei so einer Zeit würdest du, glaube ich, 1 Stunde 20 Minuten brauchen ungefähr. Okay. Aber ihr werdet nicht jetzt 1 Stunde und 20 Minuten lang das Ding da abernten. 174.000 haben wir, ja, sehr schön. Und dann haben wir ja noch Weizen. Wie gesagt, also alle drei Felder mit Weizen. Ich gehe mal von aus, ich habe extra Weizen genommen, weil wenn man alle drei Felder im Nachhinein jetzt abernten würde, rechne mal schon so mit 50.000, 60.000 Liter. Wo habt ihr denn hier eine Schaufel? Ich wollte gerne das Schafsfeld mal sauber machen. Das war nur das eine Feld gewesen, was da gedüngt werden musste, ja? Ja, genau. Ich mach das denn schon sauber, Mike. Die Tiere gehören mir. Aber du bist weg. So langsam wie dein Trecker ist, das dauert noch 2 Stunden. Der ist nicht langsam. Das ist einer der schnellsten, den wir hier haben. Ich bin schon auf dem Rückweg. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Ja, heute ist Dienstag, ihr Lieben. Das heißt, ich bin bei Transportfieber definitiv noch lange nicht fertig, so oft wie ich das so sage. Na, ich bin mal gespannt, also was da jetzt noch auf mich zukommt mit, sag schon, Urban Empire. Ich möchte dir schon mal sagen, am Freitag musst du die Hardware Engineers Folge dir anschauen. Okay. Die hat was mit deinem Nicknamen zu tun. Oh, naja, da bin ich mal gespannt. Nee, auf jeden Fall sind jetzt, ich glaube, am Donnerstag kommt die Folge Bürgermeisterwahlen. Ach, die Scheiße, sage ich dir. Du kannst wirklich abgewählt werden und dann ist das Spiel für dich beendet. Ja, super. Das hast du ja bei Tropico, glaube ich, auch zum Beispiel. Du kannst auch abgewählt werden. Aber es ist super. Also mit den ganzen Gesetzen und alles sowas, das ist schon, haben die echt gut gemacht, das Spiel. Ich war sehr überrascht über die Klickzahl, was Pizza Connection betrifft. Ja, da bin ich gerade am Machen und am Tun, aber da brauche ich wahrscheinlich Ice Dragon seine Hilfe. Und zwar, weil du mich gerade darauf ansprichst, das Pizza Connection Video ist ja nun die offizielle GOG-Version, ne? Das kann man ja kaufen über GOG und so Quatsch. Ja. Und habe mich selber gewundert gehabt, weil die Klickzahl so extrem hoch ist und habe da mal nachgeforscht, kann man über YouTube ja machen, so diese Analyse da, von woher die Klicks kommen, und es kommt von einer illegalen Seite. Man hat das auf einer illegalen Seite gepackt als Trailer, sozusagen. Ja? Krass. Okay. Auf einer Sharing-Seite quasi. Genau. Da kannst du nachher, hast du auch gleich den Download-Link, hab schon mich mit YouTube auseinandergesetzt, was ich da machen kann. Und ja, die sagen, ja, man soll sich selber drum kümmern. Ne? Das ist schon mal eine gute Aussage. Das Schöne ist, dass das Spanier sind. Das ist eine spanische Seite. Okay. Also heißt das, die benutzen dein Let's Play als Trailer oder was? Genau. Aber gut, das muss dir eigentlich jetzt nicht stören, weil du machst ja nichts Negatives, du machst ja nichts Illegales damit. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie so mit in Verbindung bringt, dass ich zum Beispiel den Download jetzt da hochgeladen habe oder sowas, weil da steht ja auch richtig unser Logo davor und alles so ringsrum und dran. Weißt du, die werden ja erstmal zu mir kommen. Ja, ich sag ja, Werbung ist Werbung. Also, ja, du bist... Voll der Prominente. Er meint ja auch, also er würde jetzt dann nichts machen, der von YouTube da, aber wenn ich es halt wirklich richtig haben möchte, dass wirklich gar nichts passiert, soll ich den Betreiber anschreiben und das Video entfernen lassen. Oder aber ich kann über YouTube das. Du kannst das Einbetten abschalten. Aber das ist dann überall. Das ist dann bei Twitter weg, das ist bei Facebook weg, das ist auf Webseiten weg. Ich kann das nicht einzeln. Das hat er geschrieben. Ja, du kannst es nicht für den Beschluss, aber du kannst es für dieses Video abschalten. Das weiß ich gar nicht, ob es das geht. Glaube schon. Er meinte, es geht nur für alle. Ich kann mal nochmal nachgucken. Ich kann jetzt direkt rauswitchen und nachschauen, wenn du willst. Mach mal bitte, mach mal. Wenn du jetzt gerade nichts zu tun hast. Dann steig aus da aus dem Trecker.
Oder ne, ich nehme anderen, schon gut. Oder sagen, ich verlasse meinen goldenen Trecker nicht. Weil ich könnte ja noch ein bisschen Ware verkaufen, ey. Den Hänger habe ich abgekoppelt, der hängt frei. Der steht frei, der Hänger. Oder Bier möchtest du ab verkaufen? Ich verkaufe Mais, war, würde ich sagen, 500. Ach, deswegen hast du da fast 1000 Aufrufe schon. Genau. So, ich sag ja, Werbung ist Werbung, meine Damen und Herren. Also. Ja, ne, das ist halt so eine Sache. Aber es ist keine schöne Gute Werbung, wenn man auf so einer du bist halt die Collection, Sharing-Seite auftaucht. Das ist die Collection. So, hier, da ist das Häkchen, einbetten zulassen. Aber es ist jetzt nur für das Video. Dritten, das Einbetten deines Videos in ihrer Website erlauben. Weitere Informationen, das gilt meines Wissens nur für dieses Video dann, ja. Okay, dann probier das mal. Gut, ich kann es jetzt nicht testen, weil ich jetzt die Adresse von der Sharing-Seite nicht kenne. Ich würde es jetzt auch nicht sagen, weil sonst... nee, ist klar. Halt wieder, ich gucke das nachher mal nach, kannst du es ja mal machen. Ich nehme das Häkchen raus. Wir könnten das auch nur ruhig mal auf unsere Website da irgendwie mal probieren, wie das ja, ob das so funktioniert, weil ich weiß jetzt nicht, ob mein Video jetzt irgendwo anders jetzt zum Beispiel noch ist. Nicht, dass ja wir gut, jetzt dann ist das Video halt allgemein jetzt keine Einbetten mehr zugelassen. Ja, habe ich das Häkchen rausgenommen, sollte also nicht mehr einbettbar sein. Beziehungsweise müsste dann überall, wo es eingebettet ist, eigentlich rausgenommen werden. Ja, das meiste war halt auf dieser Seite, das waren irgendwie über 80% oder sowas. Ja. Kam von da und ja. Ist natürlich schon eine ordentliche Zahl. Und wie gesagt, meine Videos oder unsere Videos sollen jetzt professionell wie möglich sein. Genau. Ne? Und da will ich jetzt nicht, dass das da irgendwie so endet, sage ich mal ganz vorsichtig. Damit hast du deinen B-Promi-Status gerade gelöscht. Das ist mir relativ wurscht, weißt du? Mir ist es da wirklich, wo ich sage, so, das gibt mir da nicht irgendwie Klicks, weil ich kriege nachher den, weißt du, das Ding ab und nicht hier der komische Betreiber, weil das ein Spanier ist oder sowas. Richtig. Weil, wie gesagt, weil es ist ja gleich am Anfang unser fettes Intro drin, ja, wo richtig fett unser Name steht. Und wenn das irgendwer sieht von unseren Abonnenten, der denkt, wir präsentieren da unsere Videos für illegale Seiten. 44, na, da musst du aber nochmal ran. So. Genau. Ja, ich kann dir jetzt nur empfehlen, die Zeit vorzuspulen, weil im Endeffekt heißt es abernten. Ich muss zum Maplefield. Wo ist Maplefield? Maplefield war auch, dass du nur mit der Bahn hinkommst, oder? Ja, fahr den Schienen entlang. Nee, ich meine, da kannst du doch nur mit dem Zug abladen, oder? Maplefield. Nein, man kann auch nochmal, oder? Also das siehst du ja, das siehst du aber schon fahren. Drin. Maplefield, guck mal, hinter Maplefield Mill ist doch ein Zug abgebildet, so ein kleines Lok-Symbol. Ja, ansonsten bringst du zum Zugdepot. Oder ich fahr mal dahin, wenn du magst. Oder du fährst gerade dahin, ne? Aber der Zug lohnt sich eigentlich nur, wenn er wirklich voll ist. Also wenn er der Hänger ist voll. Achso. Ich meine, wenn der Zug auch wirklich voller ist. Ja, 45.000. Aber du kannst es wirklich wegfahren. Also wir haben jetzt 173.000, aber das Feld kaufen könnten wir. Weil dann lassen wir das hier noch drinnen. Dann gibt's wieder rein. Kaufen wir das Feld und dann. Ja, ansonsten, wir können auch, weil momentan ist Maplefield auch der höchste Preis, was Weizen betrifft. Komplette Körnermais rüber transportieren, komplette Weizen und dann abladen. Könnten wir auch machen. Ja, dann machen wir das. Machen wir das. Dann kann ich ja erst noch ein bisschen Geld. Um seine wir Tiere kümmern. Geld. So, jetzt muss ich mal gucken, Maplefield. Aber Feld 23 willst du haben, ja? Muss ein Feld 14 hochfahren, genau. Da muss ich die Hauptstraße langfahren. Genau, wir kaufen jetzt das Feld hier. Das ist schon groß. Soll ich kaufen? Ja, kauf. Achso, warte, ich komme. 3, 2, 1. Gekauft. Unseres. Die Zahl ist grün. Muss natürlich jetzt sofort gepflügt werden, schätze ich mal. Das muss alles gemacht werden, also da habt ihr jetzt erstmal Spaß. Ich gehe weiter verkaufen. Aber nee, aber ich finde, das Feld ist sogar größer als alle anderen Felder, die wir besitzen. Es ist fast so wie 12, würde ich sagen, so in etwa. Aber es muss gepflügt werden auf jeden Fall. Na gut, dann pflüge ich mal. Haben wir jetzt ein Feld mehr, hat jetzt 151.000. Oder Mike pflügt, wenn er nichts zu tun hat. Ich fahre mit der Seemaschine hinterher. Naja, so schnell ist da nichts mit Seemaschine. Die Seemaschine ist deutlich breiter als der Flug. Also kannst du das knicken, da direkt mit der Seemaschine hinterher zu fahren. Ah, ich sehe gerade, ich habe was anderes zu tun. Ja, ich muss noch da hinten hin. Da war irgendwas.
Das gehört Gott sei Dank. Ich muss noch da hinten hin, da war irgendwas. Ja, Gott ja, genau. Gott sei Dank habe ich hier meine Aufgaben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffen natürlich, dass ihr morgen wieder einschaltet hier bei dem Landwirtschaftssimulator 17 mit uns drei. Bedanken und sagen tschüss und natürlich wie immer. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.